Heute in der Folge gehen wir noch einmal zu unserem Möbelcenter, denn das sollte ja noch eingerichtet werden. Dafür habe ich mir eine kleine Unterstützung geholt von dem lieben PlaySample, der mich tatkräftig, sagen wir mal, beim Einrichten des Möbelcenters geholfen hat. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und schaut euch das Ganze einfach mal an. Hallo, hallo. Test, 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 1, 2, 3, Hotdog ist da. Wie hast du dir das denn so vorgestellt, Hotdog? Also, ich hatte ja die Leute gefragt, okay, wie es innen drin aufgebaut ist, ne? Ja. Und die haben gesagt, das ist, sag ich mal, eine Lampenabteilung drin, Küchenabteilung, sag ich mal, ja, weiß ich, Wohnzimmer, Schlafzimmer-Ding. Guck mal, wir starten ja hier. Ja. Ich nehme mir mal kurz einen Markierungsblock. So. Also, ich sag mal, hier machen wir so eine Rundung rein. Ich mache hier so einen Pfeil. Ja. So, man startet hier, dann biegt man hier so ab. Dann geht man hier wieder. Warum machst du jetzt einen Fall dahin? Und dann kommt man hier zur Kasse. Weißt du? Hier ist die Kasse. Wieso hast du denn jetzt einen Fall dahin gemacht? Ja, einfach um dir das zu zeigen, symbolisch, wie ich meine. Da hättest du. Sag mal, du tust das so, als wäre ich geistig blinder. Guck dir das mal an, was du. Hättest du einfach sagen können, brauchst du einfach um die Ecke zu gehen. Jetzt machst du extra so einen riesengroßen Fall auf Erde oder was? Der ist doch nicht groß. Das ist riesig. Ja. Sieht aus wie Oklahoma. Ich hätte ja auch so einen machen können, aber dann denkst du, ich bin in der Kirche. Da kommen die Regale rein oder was? Das ist aber ganz schön klein, der Markt. Kann man nicht zwei Ebenen machen? Nee. Ich meine hier. Doch, natürlich. Ich meine, wenn dann exklusiv, ne, oder was? Guck mal, was ist das? Wie riesig hoch oder was? Komm, Motoka, sei doch ein bisschen kreativ, hm? Kannst du so ein paar Lampen bauen? Das heißt, hier, von oben. Die von der Decke. Ich muss einmal was gucken. Warte mal, Oh, wo Gott, Platz satt. Hier? Vor 1000 Meter Entfernung, ehrlich. Satt, Platz ohne Ende. Okay, du mach mal Druck. Na, ich mach ja auch. Ja, okay. Je nach Biotop verwandelt sich die Kaulquappe, die zuvor aus den Froscheier schlüpft, in einen anderen Froschart. Du kannst natürlich jetzt auch eine Treppenreihe machen, die nach oben geht. Nein, ich meine jetzt mit erklären. Du willst das einfach nur so tun. Wir bauen das jetzt schon fertig, ne? Ja, da geht's nicht einzeln. Nee, nee. Ach so, ich habe jetzt gedacht, wir machen jetzt. Nein. So, wir sagen jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt eine Etage Steine. Okay. Einfach nur, ich baue drauf los. Darfst losbauen, kannst quatschen. Jetzt klatsche ich dir da oben sowas hin, ne? Dann denken die, was ist das denn, ne? So, ey, ich schäme dich mal ein bisschen. Lampen gefallen mir nicht hier. Ja, dann. Nimm andere. Guck doch mal in der Lampenabteilung, vielleicht gefällt dir da ja was. Ja, meinst du? Ja, vielleicht gefällt dir was, ja, was du siehst. Weißt du, dann kaufe ich die und dann baue ich sie hier oben hier rein, oder was? Ja. Dafür ist ja die Lampenabteilung. Guck mal was für Schlafzimmer. Aber du hast nicht echt was Exklusives. Wo ist denn das Exklusive? Hier sind Kerzen. Ja, das ist jetzt so. Ja, das ist jetzt nicht. Die Lampen nicht haben will, ne? Ja, dann musst du. Für eine Decke. Decke hast du keine. Das ist einfach nur so Stehlampen hast du gebraucht. Ja. Brauch aber für eine Decke. Was war's für die Decke? Für die Decke. LED-Leuchten und so. Nein, das macht er noch nicht mal. Das macht er noch nicht mal. Das macht er noch nicht mal. So. Jetzt hab ich's aufgeteilt. Jetzt lacht er wieder. Hä? Ich lach nicht. Sag mal, ja, nein. Sag mal, ja, nein. Hast recht? Oder nein? Oder doch? Vielleicht? Soll ich dir zustimmen oder was? Ja. Brauchst du Bestätigung oder was? Hallo? Achso, ich hatte mein Headset ausgehabt. Ahaha. Ich hab dich gerade voll beschimpft und so. ich hab gesagt, das geht überhaupt nicht an, was ich da oben baue, ne? Bist du jetzt stolz hier unten drauf oder was? Was du gemacht hast oder was? Hab ich gesagt. Wieso? Bist neidisch oder was? Ne? Muss ich alles nochmal wiederholen, was ich jetzt gesagt habe. Weil das Headset drauf war. Bist du neidisch hier oder was? Ne? Ich sag, boah, der Junge hat Ideen, denkt er sich so, boah. Ja. Ich war fast eingepennt, was hast du gesagt? Das ist genauso, als würdest du einen Fliegenpilz lecken. Hast du schon mal gemacht? Dann, also du darfst nur ganz leicht dran lecken, weißt du, weil das ist giftig. Aber eine gewisse Maß an Gift kannst du vertragen. Das heißt, du kannst einmal kurz dran lecken, dann hast du ein paar Halluzinationen. Kommst du so manchmal auf deine Bauideen? Ja, sicher. Hä? Ich gehe ab und zu im Wald, dann suche ich mir einen Pilz, dann lutsche ich da erstmal ordentlich dran lang. Und dann, ja, siehst ja, was da kommt. Also wann spielen wir das? Na klar. Nein, das brauchst
Das brauchst du ja auch nicht jetzt diese Nummer abziehen. Ich sage jetzt immer nur, ja klar, den Stück, wo du das gesagt hast, 1:1, schneide ich nur so raus. Wo du, ich gesagt habe, sollen wir klar Far Cry spielen? Ja klar. Das reicht. Das reicht. Das reicht, um dich im Abgrund des Hasses der Abonnenten zu ziehen. Ne? Wo ich sage, guckt euch das an, er hat mir das versprochen. Und dann die Leute, ah, ich habe dreckig gelogen. 1:1, alles haben die Leute gehört. Ne? Alles. Jedes schmutzige Detail haben die gehört. Warum lügst du denn so dreckig? Ich lüge nicht. Hallo meine Damen und Herren, Sie hören jetzt, wie Hotdog lügt. Sag Entschuldigung, Hotdog. Sag den Leuten Entschuldigung. Komm, sag, tut mir leid. Gern geschehen. Diese Frechheit. Entschuldige dich jetzt. Gern Leute geschehen. Wollen Entschuldigung. Immer wieder so. Was war das denn, Hotdog? Machst du mich jetzt so nach so hinter den Kulissen, ne? Ja. Ja. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Na? Weißt du, der sagt Unterschied? Na? Ich lasse dir die Scheiße aussehen. Deine Stimme ist perfekt, ist die, ja? Oh mein Gott. Perfekte Stimme kriegt der Hotdog von mir. Und was kriegt von Hotdog? Sie können die Aufnahme vergleichen. Wenn Sie die Aufnahme sehen, das Möbelhaus, vergleichen Sie bitte die Aufnahme von PlaySample und vergleichen Sie bitte die Aufnahme von Hotdog. Und Sie wissen, was ich meine. Und Sie hören, was ich meine. Und ihr braucht dann einfach nur unten runterschreiben. Nein, Hashtag Mischpult. Bitte Hashtag Mischpult reinschreiben. Oh weia. Da weiß man nicht, auf einmal hast du da 500 Hashtags mit Mischpult stehen und dann? Dann, na doch. Hä? Sag dann. Komm, wir sind unter uns, hört keiner. Sag. Ich komme mit keinem Mischpult. Du kannst so viel machen, wie du willst. Werde ich nicht. Ich bin tot da noch einmal. Hashtag Mischpult. Was machst du? Ist jetzt eben ein Kuchen? Ich esse jetzt eben einen Kuchen, habe ich gesagt. Achso, okay. Ja. Ich esse einen russischen Zupfkuchen. Hast du schon mal russischen Zupfkuchen gegessen? Ja, so sieht das aus. PlaySample kann nicht nur bauen, PlaySample kann sogar backen. Den habe ich selber gebacken. Den habe ich selber gebacken mit Mehl, Zucker, Vanillezucker, Ei, Butter. Tada! Fertig! Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, wie wir es gebaut haben, oder? Ja, super spitzenmäßig. Hier oben, das ist natürlich... Das Sahnehäubchen, ne? So von oben. Sahnehäubchen, das ist die Kirsche auf der Torte, ist das. Das I-Tüpfelchen. Ja, ja. Der I-Punkt. You can try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, his life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Also das Möbelcenter ist jetzt bei uns eingerichtet. Wie du es dir natürlich gestaltest, ist dir ganz offen. Was du, sag ich mal, an Möbeln dir da natürlich reinbasteln möchtest, um es deinen Freunden zu zeigen. So, hey, die Idee und die Idee könntest du dir vielleicht auch zu Hause reinbauen. Naja, ansonsten findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir natürlich einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.